Diesen Schal werden wir jetzt gemeinsam häkeln. Er hat eine Länge von 1,35 ohne diese Fransen. Ihr könnt ihn auch kürzer machen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich zeige euch das mal, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Bögen, das sieht man immer. 1, 2, 3, 4 Bögen. Wenn ihr den nicht so breit haben möchtet, dann müsst ihr 8 Maschen abziehen. Das heißt, ihr häkelt jetzt zum Anfang keine 42, sondern ihr häkelt 34 Maschen, Luftmaschen. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder beim Häkeln. Eure Yves. Hallo ihr Lieben. Heute werden wir einen Tornadoschal häkeln. Dazu brauchen wir Schere und Nadel zum Vernähen. Dann brauchen wir eine Häkelnadel. Da nehme ich die 10er gleich. Und einmal Wolle. Dazu habe ich mich wieder für die Tornado von Grundl entschieden. Die ist, wie gesagt, sehr weich, hat 50% Polacryl und 50% Polyester. Wiegt 100 Gramm und hat eine Lauflänge von 80 Metern. Eine Nadelstärke von 10 bis 12. Ich nehme jetzt die 10. Ihr könnt auch die 12er nehmen. Bei dem Muster, dann wird der eben halt ein bisschen breiter. So, und die Wolle, wie ihr schon mitbekommen habt, könnt ihr auch alle bei mir im Wollshop kaufen. www.yveswollparadies.com. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis gleich. Dann werden wir mal mit unserem Schal beginnen. Ihr nehmt euren Faden. Ich halte den immer so, dass ihr das seht. So. Drehe ihn einmal um die Achse hier rum und häkle meine erste Luftmasche. Davon häkelt ihr jetzt 42 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 39, 40, 41, 42. Das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt müsst ihr 1, 2, 3, 4, 5. Masche. Nehmt ihr jetzt den Faden einmal und häkelt hier rein, sodass ihr immer die zwei Fäden hier oben habt, also unten. Das seht ihr ja auch immer hier. 1. Da stecht ihr jetzt 9 Stäbchen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habt ihr jetzt gezählt? 9 Stück kommen da rein. Dann zählt ihr wieder bis 4. Eine Masche, 2 Maschen, 3 Maschen, 4 Maschen und stecht wieder unten in das Loch rein, dass ihr hier oben diese zwei Fäden immer seht auf der Nadel. Da häkelt ihr eine feste Masche. So. Jetzt nehmt ihr wieder den Faden, einmal um die Nadel, zählt bis 4. 1, 2, 3, 4. Unterste Loch reinstechen und wieder 9 Stäbchen häkeln. Zwei, 9, 1, 2, 3, 4, wieder eine feste Masche. Das heißt, ihr wechselt euch immer ab. 4 Maschen, eine feste Masche. 1, 2, 3, 4 wieder abzählen, 9 Stäbchen. Und am Ende kommt ihr mit einer festen Masche wieder an.
dann melde ich mich bei euch. Also jetzt wieder 9 Stäbchen. Bis gleich. So, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Bögen mit A9 Stäbchen. Und jetzt sind wir hier hinten am Ende angekommen. 1, 2, 3, 4. Und da stecht ihr jetzt auch eine feste Masche. Ich nehme immer den Faden noch mit rum, ziehe ihn einmal durch und häkle meine feste Masche. So, jetzt kommen wir zur zweiten Runde, weil die Luftmaschenkette zählen wir ja nicht als erste Runde. Nur das Muster. Jetzt kommt die zweite und da häkelt ihr jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen plus die vierte und wendet eure Arbeit. Ohne Moment. So, die dreht ihr jetzt einfach mal um. Und da häkelt ihr jetzt ein Doppelstäbchen rein. Ein Doppelstäbchen. Zweimal den Faden um die Nadel wickeln. Und hier unten, wo ihr vorhin die Feste gehäkelt habt, gleich stecht ihr da ein Doppelstäbchen rein. So, seht ihr das? Genau da unten stecht ihr rein. So, dann häkeln wir 1, 2, 3 Luftmaschen und zählen jetzt diese Stäbchen bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr könnt, wenn ihr wollt, es hier reinstechen, dann zwischen die Stäbchen, oder ihr stecht hier oben in diese Masche ein. Aber immer bis 15 und häkelt eine feste Masche. Dann häkelt ihr wieder 1, 2, 3 Luftmaschen und jetzt kommt hier unten, wo die feste Masche ist, das Doppelstäbchen. Faden um die Nadel doppelt nehmen und hier unten in die feste Masche, die ihr vorhin eingestochen habt, das Doppelstäbchen häkeln. Dann 2 Luftmaschen, Faden wieder doppelt nehmen und in dieselbe Masche, also doppelt nehmen und in dieselbe Masche unten auch das Doppelstäbchen häkeln. Das sieht dann so aus. So. Doppelstäbchen, 2 Luftmaschen, Doppelstäbchen. Jetzt häkelt ihr wie am Anfang hier 3 Luftmaschen, 3 und häkelt wieder 1, 2, 3, 4, 5 abzählen und stecht dann hier oben in die Masche eine feste Masche. Wie gesagt, ihr könnt es auch, wenn ihr das möchtet, hier reinstechen und häkelt da eure feste Masche. Das sieht dann so aus. Ich häkle oben in die Masche rein. Es ist jedem selbst überlassen. Der eine mag das so, der andere so. So, jetzt wieder die 3 Luftmaschen nie vergessen. 3 Luftmaschen und jetzt häkeln wir wieder das Doppelstäbchen. Faden um die Nadel nehmen, hier wieder reinstechen in die feste Masche. Doppelstäbchen, dann 2 Luftmaschen, 1, 2 und wieder Doppelstäbchen. Faden zweimal um die Nadel nehmen und wieder einstechen. So. Und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 abziehen und in die Masche oben eine feste Masche. Und wieder 1, 2, 3 und jetzt kommt wieder das Doppelstäbchen. So, 1, 2 Luftmaschen und doppelten Faden wieder nehmen und noch ein Doppelstäbchen unten in die Masche. So, und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, feste Masche hier oben rein. So, jetzt kommen wir hier hinten am Ende an, da häkeln wir nochmal 1, 2, 3 Luftmaschen, nehmen den Faden wieder doppelt und stechen jetzt hier in diese, ihr habt ja vorhin diese Luftmaschenkette gemacht, ne? Und habt ja dann bis zur fünften, stecht hier oben in diese erste jetzt rein und häkelt ein Stäbchen.
Doppelstäbchen natürlich. Dann eine Luftmasche und nochmal ein Doppelstäbchen. Und stech da genau am Ende mit ein. So. Dann Doppelstäbchen, zwei Luftmaschen, Doppelstäbchen. Jetzt häkelt ihr wie am Anfang hier drei Luftmaschen. Drei. Und häkelt wieder 1, 2, 3, 4, 5 abzählen und stecht dann hier oben in die Masche eine feste Masche. Wie gesagt, ihr könnt es auch, wenn ihr das möchtet, hier reinstechen und häkelt da eure feste Masche. Das sieht dann so aus. Ich häkle oben in die Masche rein. Es ist jedem selbst überlassen. Der eine mag das so, der andere so. So, jetzt wieder die drei Luftmaschen nie vergessen. Drei Luftmaschen und jetzt häkeln wir wieder das Doppelstäbchen. Faden um die Nadel nehmen, hier wieder reinstechen in die feste Masche. Doppelstäbchen, dann zwei Luftmaschen, eins, zwei und wieder Doppelstäbchen. Faden zweimal um die Nadel nehmen und wieder einstechen. So. Und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 abziehen und in die Masche oben eine feste Masche. Und wieder 1, 2, 3 und jetzt kommt wieder das Doppelstäbchen. So. 1, 2, Luftmaschen und doppelten Faden wieder nehmen und noch ein Doppelstäbchen unten in die Masche. So. Und wieder. 1, 2, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Feste Masche hier oben rein. So, jetzt kommen wir hier hinten am Ende an. Da häkeln wir nochmal 1, 2, 3 Luftmaschen, nehmen den Faden wieder doppelt und stechen jetzt hier in diese, ihr habt ja vorhin diese Luftmaschenkette gemacht, ne? Und habt ja dann bis zur fünften, stecht hier oben in diese erste jetzt rein und häkelt ein Stäbchen. Doppelstäbchen natürlich. Dann eine Luftmasche und nochmal ein Doppelstäbchen und stecht da genau am Ende mit ein. So. Wir kommen jetzt in der dritten Runde an. Das heißt, wir häkeln jetzt erstmal 1, 2, 3 Luftmaschen, wenden die Arbeit wieder und häkeln jetzt hier vorne, wo die Luftmaschenkette ist, noch 4 Stäbchen rein. Das heißt, am Ende müssen wir auch wieder Stäbchen häkeln. Da häkeln wir aber 5, weil wir hier zum Anfang die Luftmaschenkette mit als Stäbchen dann mitzählen. So, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4. Mit Luftmaschenkette ist es 5. Und dann seht ihr hier diese feste Masche. Da stecht ihr jetzt hier rein und häkelt eine feste Masche. Jetzt kommt das wieder mit unseren Stäbchen, Faden nehmen und in dieses V jetzt häkelt ihr 9 Stäbchen. 1, 9 Stäbchen und macht dasselbe jetzt wieder. Da, wo die feste Masche vorhin gehäkelt wurde, stecht ihr auch wieder eine feste Masche ein. Und jetzt kommt wieder das V. Da kommen wieder 9 Stäbchen rein. Faden holen und 9 Stäbchen. Das heißt, das macht ihr jetzt bis zum Schluss. 9 Stäbchen, dann kommt eine feste Masche, dann 9 Stäbchen, eine feste Masche. Und hier hinten melde ich mich dann wieder bei euch. Bis gleich. Am Ende der dritten Runde jetzt angekommen.
Habe ich euch ja schon gesagt, müssen wir jetzt 5 Stäbchen hier reinhäkeln. Da hattet ihr hier diese Luftmaschenkette. Und dann stecht ihr jetzt hier in diese feste Masche, die ihr vorhin gemacht habt, stecht ihr jetzt, wie viele Stäbchen? 5 Stäbchen stechen wir da rein. 1, 2, 3, 4, 5. So. Also das ist ja die Stäbchenreihe hier eigentlich, ne? So, und ich steche jetzt hier vorne rein, dass das dann wenigstens auch hält. So, und jetzt kommen wir zur 4. Runde. Wir häkeln in der 4. Runde eine Luftmasche und wenden wieder die Arbeit. Und häkeln jetzt noch 3 Luftmaschen dazu. Und jetzt haben wir ja hier dieses V, diese, was wir gerade gehäkelt haben. Und dann kommt ja im Endeffekt die feste Masche, die wir hier doppelt hier gehäkelt haben. Seht ihr das? Das ist die festen Maschen immer dazwischen hier. Da haben wir 2-mal fester. Da häkeln wir jetzt das Doppel-V rein. Wieder Faden doppelt nehmen. 2 Luftmaschen. Faden doppelt nehmen. Und unten in die feste Masche wieder ein Doppelstäbchen häkeln. Seht ihr das? Das hatten wir hier unten vorn auch. Dann häkeln wir wieder 1, 2, 3 und zählen jetzt wie vorhin 1, 2, 3, 4, 5 und wir stechen wieder in die Masche oben rein und häkeln eine feste. Dann wieder 1, 2, 3, Faden doppelt nehmen, hier einstechen. Und ein Doppelstäbchen häkeln. 1, 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder unten in die feste Masche, in dieselbe Masche wie das erste Stäbchen einhäkeln. Dann wieder 1, 2, 3, kommt wieder unsere feste Masche, ein Stäbchen, 2 Stäbchen, 3 Stäbchen, 4 Stäbchen, 5 Stäbchen, da stecht ihr oben in die Masche ein, eine feste. 1, 2, 3 und wieder Doppelstäbchen nehmen und in die feste Masche häkeln. 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder in dieselbe Masche wie zuvor einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. Dann 1, 2, 3 Luftmaschen wieder. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 zählen, oben in die Masche, eine feste Masche. Und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen, in die feste Masche unten, ein Doppelstäbchen. 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und noch einmal rein. Und dann kommen wir gleich am Ende an. Wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Und jetzt hatten wir hier vorne die Luftmaschenkette. Und da stechen wir hier oben in diese. Seht ihr hier, wo die Stäbchen sind, stecht ihr hier oben nach der Luftmaschenkette oben rein. Da. Und häkelt eine feste Masche. Und jetzt fangen wir eigentlich wieder von vorne an, wie Nummer 1. Ihr braucht eigentlich nur noch das Video zurückspulen und wieder von 1 beginnen. Aber ich versuche es euch so mitzuteilen, dass ich euch das splitte und jetzt von 1 bis 4 immer wiederhole. Somit braucht ihr es nicht zu spulen. Bis gleich, ihr Lieben. Wie versprochen, möchte ich euch nochmal den Anfang zeigen,
in 4 Schritten. Also 4 Reihen häkle ich euch jetzt nochmal in dieser Kamera vor. Und dann wiederholt sich das eigentlich immer wieder. So, wir häkeln jetzt im Endeffekt eine Luftmasche. Und zum Anfang haben wir ja auch einmal den Faden genommen und hier 9 Stäbchen gehäkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann wieder hier oben eine feste Masche. Und wieder 9 Stäbchen. 1, 2, ich häkle jetzt schnell, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und wieder eine feste Masche. Und wieder Faden nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und wieder eine feste Masche. Es ist immer auf diesem Bogen die festen Maschen. Da sticht jetzt wieder rein und häkelt wieder in dieses V da 9 Stäbchen. Denke, wenn ihr das ein, zweimal euch anguckt, dann habt ihr den Trick dann auch raus und braucht die Kamera nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in das V. Und jetzt kommen wir ja hier zum Ende. Da häkeln wir jetzt hier vorne wieder eine feste Masche ein. In diese Ecke, da haben wir ja jetzt schon eine Weile gehäkelt und zum Anfang habt ihr ja eine Luftmasche da. So, das ist jetzt die erste Reihe. Dann häkelt ihr 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, wendet die Arbeit. So, nehmt den Faden doppelt und häkelt ein doppeltes Stäbchen. So wie ihr am Anfang jetzt häkelt, müsst ihr dann auch hinten am Ende häkelt ihr automatisch Doppelstäbchen groß. Also am Ende ist es immer, wenn ihr diese großen Doppelstäbchen häkelt, am Anfang sowie am Ende dasselbe. So, jetzt haben wir diese Doppelstäbchen gehäkelt. Nehmen jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen. Und zählen wieder unsere Stäbchen 1, 2, 3, 4, 5 und stecht hier oben rein und häkelt eine feste Masche. Upsala, ich bin gefallen. Und wieder die Luftmaschen jetzt 1, 2, 3 und jetzt kommen hier unten, wo die festen Maschen sind, ich zeige es euch da, da häkeln wir jetzt unsere Doppelstäbchen rein. Ein Doppelstäbchen. 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder. Dann folgen wieder diese 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Also wenn es euch zu schnell ist, dann müsst ihr eben halt von Anfang an nochmal dann spulen. Ich versuche euch das jetzt nochmal auf die Schnelle, die ersten 4 Reihen zu erklären. 1, 2, 3, 4, 5 und eine feste Masche hier oben rein. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und
weiß nicht, wie ich euch das hier so zeigen soll, der Schal. Ich habe den schon länger gehäkelt. Dass ihr das auch sehen könnt. 1, 2, 3. Faden doppelt nehmen. Und wieder hier unten reinstechen. Da, wo ihr diese festen Maschen gehäkelt habt. Häkelt ihr wieder ein Doppelstäbchen. 2 Luftmaschen. Faden doppelt nehmen. Und wieder in die feste Maschen unten einstechen. Dann häkelt ihr wieder 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oben rein eine feste Masche. Und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Jetzt kommt wieder das mit den festen Maschen. Faden nehmen, in die feste und Doppelstäbchen häkeln. Ich muss ja mal meinen Faden hier holen. 2 Luftmaschen, Faden doppelt nehmen und wieder unten in dieselbe Masche wie das erste Doppelstäbchen reinstechen. Und wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, hier oben reinstechen, feste Masche häkeln. Und jetzt sind wir gleich am Ende, wie ihr seht. Das ist das Ende. Da häkeln wir jetzt 1, 2, 3 Luftmaschen. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, wir enden auch wieder mit Doppelstäben. Das heißt, ihr häkelt jetzt hier unten in dieser feste Masche ein Doppelstäbchen, eine Luftmasche und ihr häkelt noch ein Doppelstäbchen. So, dann haben wir Reihe 2 beendet. Jetzt häkelt ihr 1, 2, 3 Luftmaschen, wende die Arbeit. Wie gesagt, ich mache das im Schnelldurchlauf. Jetzt muss ich erstmal meinen Faden holen. Ich kann ja auch mit euch mal ein bisschen sächsisch reden, wenn ihr das gerne haben wollt. So, und dann haben wir hier diese 2 und häkeln jetzt hier in diese Masche 4 Stäbchen. Mit der Luftmasche vorne, die 3, sind das dann 5 Stäbchen. Und wenn ihr diese 4 Stäbchen häkelt, das heißt, habt ihr am anderen Ende 5 Stäbchen zu häkeln. So. So, dann habt ihr die 5 Stäbchen gehäkelt. Und jetzt häkeln wir eine feste Masche danach hier wieder rein. Also dritte Reihe, feste Masche. Und jetzt sind wir hier wieder bei den V's und häkeln wieder 9 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Faden holen. So. Und da ist wieder die Masche, die feste. Da stecht ihr wieder rein und häkelt eine feste Masche. Und jetzt kommt das gleiche wieder. 9 Stäbchen. Wie gesagt, ich häkle jetzt ganz schnell und hoffe, dass es nicht nervt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stäbchen und wieder eine feste Masche. Und noch einmal. 9 Stäbchen in das V. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 und wieder eine feste. Das seht ihr eigentlich immer wieder, dass das dann funktioniert. Und am Anfang habe ich euch gerade gesagt, müssen wir jetzt 5 Stäbchen auch hinten häkeln.
Das heißt, hier oben in diese Masche einstechen am Ende und ihr häkelt 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir auch wieder dieses Ende erreicht. Das ist jetzt die dritte Reihe gewesen. Und jetzt häkeln wir 1, 2, 3, 4 Luftmaschen. Wir wenden wieder unsere Arbeit. Ich muss mal meinen Faden wiederholen. Und dann häkelt ihr in dieses Teil, also da, wo die festen Maschen sind, unser Doppelstäbchen rein. Das heißt, eigentlich ist das immer jede zweite eine Wiederholung. Nur am Ende ist das ein wenig anders. So, immer in die feste Masche unten rein. Nicht die 3 Luftmaschen vergessen. 1, 2, 3. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5. Und einstechen und feste Masche häkeln. Und wieder 1, 2, 3 Luftmaschen. Doppelfaden nehmen, in die feste Masche hier unten einstechen. 1, 2 und wieder rein. 1, 2 häkeln, ein V gehäkelt. 3 Luftmaschen danach und wieder 1, 2, 3, 4, 5 einstechen und wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und wieder Doppelstäbchen und in die feste Masche unten einstechen. 2 Luftmaschen. Und nochmal Faden doppelt nehmen und einstechen. So, und wieder. 1, 2, 3 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Oben einstechen und die feste Masche häkeln. Nach den festen kommen wieder 3 Luftmaschen. Also immer davor und dahinter sind 3 Luftmaschen in dieser Reihe. Faden doppelt nehmen. 1, 2 Luftmaschen und wieder ein Doppelstäbchen. Das V haben wir gehäkelt und jetzt kommen wir hier hinten an dem Ende an. Das heißt, ihr habt jetzt immer diese Vs gehäkelt, habt hier immer eine feste Masche gemacht, dann wieder das V gehäkelt und häkelt jetzt in diese Masche hier rein, dieses V, eine feste. Augenblick. Dann steche ich jetzt hinten wieder rein, häkelt eine feste Masche, häkelt eine Luftmasche, wende die Arbeit und jetzt fangt ihr eigentlich wieder von vorne an. Das heißt, Faden nehmen und 9 Stäbchen. Jetzt beginnen eigentlich die 5. Runde wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so, und feste Masche. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich melde mich gleich, wenn mein Schal fertig geworden ist. Und dann erkläre ich euch das nochmal auf die Kürze und wie viel Knäuel ihr ungefähr gebrauchen könnt. Bis gleich. Jetzt werden wir diese Bommeln, wie man sie auch nennen mag, gemeinsam machen. Das heißt, ich habe jetzt schon zum Anfang die fertig gemacht. Ich habe schon vorgearbeitet. Das heißt, ich brauche circa 40, 42. Davon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das könnt ihr auch selbst entscheiden, ob ihr nur 5 macht oder 6.
Dann nehmt ihr die zur Hälfte hier so rum. So. Und dann schaut ihr, wo vorne und hinten ist. Das sieht man. Hier, das ist so ein bisschen durcheinander. Das ist hinten. Und hier ist vorne. Das heißt, wir wollen die ja so von vorne sehen. Da wenden wir jetzt unsere Arbeit. Stellen sie hier auf den Kopf. Ich habe euch schon welche hier reingemacht. Hier seht ihr immer diese Löcher. Das heißt, wir können hier vorne anfangen, dann gehen wir in das nächste. Dann kommt hier unter dem V eins, dann kommt wieder hier eins, dann wieder unter dem V eins. Dann fangen wir mal unter dem V an. Dann nehmen wir unsere Nadel, stechen einmal hier durch. Ist euch überlassen, wie ihr reinstecht. Hauptsache, das hält auch. Wo haben wir es? Ich steche jetzt in die Masche rein. Nehme die Arbeit, die ich ja zur Hälfte habe, drehe sie einmal, so dass der Faden auch auf der Nadel bleibt. Ziehe es einmal durch. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier noch mein Loch. Nehme den Faden hier durch. Und wie ihr sehen könnt, ist das ja jetzt, sieht aus wie so ein Herz. Zieht ein bisschen zusammen und von vorne sieht das dann so aus. So, zeige euch nochmal den Anfang. Wie gesagt, ich habe schon vorgearbeitet für euch. Und so macht ihr das eigentlich am Ende auch. Aber das Ende ist dann nicht mit dem Bogen, das ist dann von hier oben aus. Aber das werde ich euch in dem nächsten Clip zeigen. Also ihr geht jetzt hier vorne in die Ecke hier rein. Nehmt diesen Faden auch gleich mit, den ihr dann über habt. Nehmt den Faden, dreht ihn einmal ein bisschen fester um euren Finger rum. Zieht ihn hier durch. Habt ihr hier euer Loch. Nehmt eure zwei Fingerchen da durch und zieht es lang. Wie ihr sehen könnt, vorne sieht das so aus, also von hinten. Und von vorne sieht das so aus. Ihr könnt nachher dann eben halt es gleichmäßig dann noch schneiden. Das seht ihr aber selber. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal einmal hier in diesem Loch, wo diese 9 Stäbchen gehäkelt sind. Geht hier rein, nehmt die Hälfte, zieht einmal durch und geht mit den Fingern hier so rein. Zieht es einmal ein bisschen fester. So. Und dann sieht das dann so aus. Das ist jetzt die Seite von unten, die wir jetzt gehäkelt haben. Ups, da ist ja noch Faden. Seht ihr das? So sieht das dann von unten aus. So, und jetzt zeige ich euch das noch von oben. Und dann haben wir unseren Schal fertig. Und dann werde ich ihn mal messen, wie lang der Schal geworden ist. Bis gleich. So, dann haben wir ja hier die festen Maschen dort. Und hier kommt wieder das Runde. Dann könnt ihr da in diese feste Masche euer Teil nehmen. Also ich denke mir mal, ihr macht das genauso wie ich. Ihr bearbeitet die schon vor. Und dann braucht ihr nachher nur noch alles an einem Stück durchzuziehen. Passt aber auf, dass nicht nachher eins länger und eins kürzer ist. Das sieht man ja. So. Einmal den Finger da durch. Locker ziehen erst und dann könnt ihr es straff ziehen. So. So. Und das nächste machen wir jetzt hier rein. Stecht ihr einfach hier in die Mitte dadurch durch.